Hallo, ich möchte euch heute gerne meine Schminksammlung zeigen. Ich habe zwar nicht sehr viel Schminke im Vergleich zu anderen YouTubern. Ich hatte vor ein paar Monaten noch viel mehr Schminke gehabt, aber das habe ich komplett aussortiert, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass ich einfach nicht so viel brauche, dass es einfach nur in der Schublade herumliegt und dafür ist es einfach viel zu schade. Und deswegen habe ich sehr, sehr gründlich ausgemistet und alles, was übrig geblieben ist, möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Fangen wir mit den Blushes an. Ich habe insgesamt 7 einzelne Blushes und dann noch eine Palette, Blushpalette und dann noch 1, 2 Paletten, Mini-Paletten, die beides beinhalten, Blush und Bronzer zusammen oder Blush und Highlighter. Und das werde ich euch separat zeigen. Jetzt geht es erstmal um die Einzelblushes. Fangen wir an mit dem ersten Schätzchen und zwar ist das von P2 Beauty Go Safari Savannah Sunset Duo Blush in der Farbe Summerly Rush. Ich weiß nicht, wann die LE rausgekommen ist, das müsste 2 oder 3 Jahre her sein. Ich finde immer noch, dass P2 die schönsten LEs hat, für mich persönlich. Und ganz besonders die Sommer-LEs. Und ich denke, von P2 habe ich auch die meisten Produkte, was die Limited Editions angeht. Ist ausreichend. Ich finde, Blushes müssen gar nicht so gut pigmentiert sein. Es reicht einfach ein Hauch von Farbe und ja, also Rotton und ein etwas rosastichigeren Ton, die benutze ich sehr gerne. Den dunkleren eher im Winter und den peachigeren eher im Sommer. Dann habe ich noch 2 Schätzchen aus einer P2 LE und zwar ist das aus der LE Sunshine Goddess. Ich weiß nicht, ich glaube, das war vorletztes Jahr rausgekommen und ich habe mir 2 Farben geholt, einmal in Delicate Peach und Sensual Rose. Ich finde einfach, dass die Stanzung auf dem Blush wunderschön ist und ja, ich weiß jetzt nicht, was das Thema ist. Ich glaube, irgendwas mit griechischen Ornamenten. Sehr stark pigmentiert, aber für mich reicht es. Ein weiteres Schätzchen, welches ich hauptsächlich im Sommer benutze, ist der von Milani und zwar der Luminoso. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Blush mit einem leichten Schimmereffekt. Die
Baked Blush ist einfach ein ganz toller Ton für den Sommer, für etwas gebräuntere Haut und erzeugt einen ganz schönen Glow auf den Wangen und deswegen habe ich ihn auch in meiner Sammlung behalten. Dann habe ich hier noch eine Sleek Palette und zwar in der Farbe Rose Gold. Mit dem Milani Luminoso. Ich weiß noch nicht, vielleicht behalte ich den, vielleicht gebe ich den auch ab, weil die Farben doch ziemlich ähnlich sind und ja, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber auch ein wunderschöner Ton. Ja, ich muss mal schauen, ob ich den behalte oder weitergebe. Dann habe ich hier noch ein Blush aus der P2 LE Mystic Whisper. Und den habe ich im Laden geswatcht und die Farbe ist auf jeden Fall meins. Das ist Sensual Mauve. Und aber der eigentliche Grund, warum ich mir den gekauft habe, ist die Stanzung. Die ist einfach ein Traum. Und das ist eher ein Sammlerstück. Dann habe ich noch einen Blush von Max Factor. Das ist die Farbe Georges Berry. Ich bin auch eher eine Bärentonträgerin. An. Die gibt es im Standardsortiment und die Pigmentierung ist also sehr, sehr gut. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel von nimmt. Also ich bin auf jeden Fall begeistert von den Max Factor Blushes. Damit das Video nicht zu kurz wird, möchte ich gerne noch die Bronzer mit reinnehmen. Und den ersten Bronzer, den ich hier habe, das ist der von P2, auch aus der Sunshine Goddess LE. Den habe ich zusammen gekauft mit den Blushes und gekauft habe ich ihn. Erstens ist das ein großes Pfändchen, 18 Gramm sind da drin und ja, auch hier eine wunderschöne Stanzung mit einem, ja, mit dieser, sag schnell, mit dem Ornamenten. Mit den Ornamenten oben aufgesprüht. Großen Bronzer für den Körper, ne? Also dass man sich hier so ein bisschen das Dekolleté abpudern kann oder aufwärmen kann und ja, oder die Schultern. Ich habe dann noch einen Bronzer in so einem Pot, da sind auch 18 Gramm drin und zwar ist das die Bohemian Tropics Acapulco Glam Body Bronzer von P2. Ich glaube, die war im letzten Jahr rausgekommen. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Und die habe ich überhaupt nicht benutzt, weil ich traue mich das nicht. Hier ist eine wunderschöne Stanzung und die ganze Fläche wurde aufgesprüht mit goldenen Schimmerpartikeln. Ja,
die sich dann auch sofort abtragen. Aber Leute, das ist so ein Gold. Einen Bronzer aus der Sunshine Goddess LE mitgenommen, und zwar ein Highlighting Bronzer. Bronzing Highlighter. Und zwar ist das in der Farbe Refine Golden auch ein sehr schöner Bronzer fürs Gesicht. Aus der Bohemian Tropics LE von P2, wo auch dieser Bronzer gehört, habe ich mir noch einen Flüssigbronzer gekauft. Miracle Illuminator Bronzing Fluid. Es kommt in so einem Glasfläschchen und mit einer Pipette. Mit einer Pipette. Ja, das muss man vorher schütteln, Dani, sonst geht noch nichts. Ich denke, im Sommer ist das ein wirklich schönes Highlight, wenn man abends rausgeht, braun gebrannt und dann mit diesem goldenen Schimmer. Also ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr cremig, lässt sich sehr schön verblenden. Es sieht auch nicht zu dunkel aus, zu orangestichig. Ganz toll. Dann habe ich hier einen Bronzer mit Schimmereffekt, ein Shimmering Powder von Catrice Sun Glow. Auch hier nutze ich ihn hauptsächlich für den Körper, wenn dann nur im Sommer, weil er halt Schimmerpartikel hat. Der nächste Bronzer, das ist aus einer Essence LE, Lights of Orient. Auch hier hat mich die Stanzung wieder überzeugt. Hier noch eine Sleek Palette, und zwar ein Face Contour Kit in der Farbe Light 884. Ich finde die Farbe ist wirklich sehr, sehr gut zum Konturieren, weil sie nicht zu orangestichig ist, und dazu gibt es noch einen ganz schönen Highlighter. Nutze ich auch, um das Gesicht ein bisschen aufzuwärmen.
und den Highlighter ebenfalls. Also die beiden gehören eigentlich in mein tägliches Schminkkörbchen. Als nächstes habe ich eine Kombination aus Blush und Bronzer, und zwar von Catrice aus einer Limited Edition Sound of Silence. Das ist glaube ich auch schon 2 Jahre her. Und ja, das ist die Farbe Desert Flower. Hier noch ein Highlighter Blush, den nutze ich, weil es wirklich schnell gehen muss, weil er eine Kombination aus Highlighter und Blush ist, wie der Name schon sagt. Und zwar ist das von Rival de Loop der Baked Highlighter in der Farbe Moondust, und den trage ich mir auf hier auf die Wangen. Und dann gibt es eine Kombination aus leichtem Glow und gesunder rosa Farbe, gesunden Apfelbäckchen, und der wird eigentlich täglich genutzt von mir. Meine Einzelblushes und Einzelbronzer, und ich habe auch noch andere Blushes in Paletten, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns bis